Ob wichtige Business-Meetings oder die große Bühne für politische Visionen. Den letzten Tag am Weltwirtschaftsforum in Davos nutzten noch viele, um Erfolge für ihr Heimatland zu verbuchen. Auch Regierungschefs kleinerer Länder haben diese Chance ergriffen. Euronews fragte den armenischen Premierminister Karin Karapetian, was dessen Plan für sein Land sei. Wir werden weiterhin unsere Reformagenda umsetzen. Das Ziel ist es, Armenien als Business-Plattform unter Nutzung unserer Handelsregime attraktiver zu machen. Und zwar mit Hilfe einer angenehmen Atmosphäre für Unternehmen am lokalen Markt. Wir versuchen gerade, eine gemeinsame Zukunft in unserer Region zu schaffen, indem wir einen Ort etablieren, wo die unterschiedlichen Märkte und Kulturen der Welt wirklich kompatibel sein können. Through cultures, where the different parts of the world can be really compatible. Vor 2 Monaten hatte die Europäische Union ein umfassendes Partnerschaftsabkommen mit Armenien abgeschlossen. Im Gegenzug für Reformen und mehr Menschenrechten will die EU Investitionen fördern. So. Ob wichtige Business-Meetings oder die große Bühne für politische Visionen.